Rhythmus ist gleich Musik minus X. Ein Projekt zur Erforschung der Notwendigkeit von Rhythmus in der Musik. Rhythmus und Musik begegnen uns in unserem alltäglichen Leben in den unterschiedlichsten Formen. Auch wenn sie dabei nicht immer in Bezug zueinander stehen, findet vermutlich jeder Mensch, unabhängig davon, ob musikalisch vorgebildet oder nicht, eine Möglichkeit, die beiden Begriffe zu beschreiben. Ich selbst bin Schlagwerkerin. Somit ist eine intensive Auseinandersetzung mit der Materie Rhythmus etwas Alltägliches. Aus dieser natürlichen Beschäftigung heraus hat sich die Frage aufgetan, kann Rhythmus alleine schon als Musik bezeichnet werden? Deshalb die Formel Rhythmus ist gleich Musik minus X. Doch wofür steht X in diesem Zusammenhang? Wir alle kennen X als 24. Buchstaben unseres Alphabets. X als unabhängige Variable in der Mathematik. X als Subjektivität des schaffenden Künstlers, der schaffenden Künstlerin, in der naturalistischen Strömung des 19. und 20. Jahrhunderts. XXX als Nachrichtenkürzel für Kiss, Kiss, Kiss. Oder schlicht X für das Unerreichte. Must have the precious. Das Unbekannte, das Unfassbare. In Verbindung mit diesem Projekt steht X für all jene Faktoren, mit denen Musik üblicherweise assoziiert wird. Harmonie, Melodie, Musikinstrumente und so weiter. Was geschieht nun, wenn in einem Konzert, in einer Live-Performance, einem Teil der ausführenden Musikerinnen nur noch die Faktoren Harmonie, Melodie und Musikinstrumente zur Verfügung stehen und auf den Faktor Rhythmus vollständig verzichtet werden muss? Umgekehrt, was geschieht mit jenem Teil der MusikerInnen, dem schlicht nur noch der Faktor Rhythmus geblieben ist, ohne Harmonie, ohne Melodie, vor allem aber ohne Instrumente? Diese ungewöhnliche Konzertsituation, diese Gegenüberstellung soll zeigen, wie relevant oder irrelevant der Faktor Rhythmus für die Musik ist. Es soll auch zeigen, ob bei der gezielten Beschäftigung mit musikalischen Parametern das herkömmliche Bild des Musikbegriffs sich für ausführende Musikerinnen oder für das Publikum verändert. Weiters soll hier eine Tür geöffnet werden, um sich auch außerhalb des Musikbegriffs mit dem Terminus Rhythmus zu beschäftigen. Im Alltag, in der Natur, in der Industrie etc. Letztlich bildet der mathematische Zugang zu Rhythmus auch eine Chance zu erforschen, wie von künstlicher Intelligenz geprägte Klänge und Musik Einfluss auf unsere Hörgewohnheiten nehmen. Herzlich willkommen in der Matrix von Rhythmus ist gleich Musik minus X.